Dann würde ich Keiner, gerne das jetzt hier hier werden live. will, hat davor gesagt, Ali alaihissalam. Keiner. Wie bitte? Oder keiner, der davor nicht hier war, hat gesagt, Mahdi alaihissalam, Fatima alaihissalam. Ich kenne keinen von Sunniten, der das gesagt hat. Bukhari hat das gesagt. Fatima alaihi salam. Ich kenne keinen, der sagt, Fatima alaihissalam. Bruder Senet, eine Frage. Darf man nicht sagen, zum Beispiel jetzt Fatima alaihi salam, oder geht nicht, oder was? Ich sage nicht, darf man, sondern ich kenne keine von unseren Sunniten. Von unseren Also pass mal Sunniten, auf, Senat. der Ich sagt, habe früher gesagt, Hazreti Ali, Hazreti Fatima, Hazreti Hussein, Hazreti Hassan, Hazreti Mohammed. Okay, habe ich gesagt. Ich sage dir, seit mein Interesse noch mehr geweckt hat für Ehli Beit, seitdem sage ich auch Aleyhis Salam. das verstehe ich nicht, warum unsere Gelehrten, die Sunna, ja, weil Alayhi Salam hat nicht nur, guck mal, ich sag zu dir, Salamu alaikum. Aber zu den Ahlul Bayt darf ich nicht Salam sagen. Zu jedem sage ich, Assalamu alaikum, das erlaubt. Aber zu Ali oder zu Fatima, Alayhi Salam, wollen die nicht sagen. Salam ist was ganz anderes. Nein, Alayhis Salam ist nichts anderes als Salamu alaikum. Nee, ist nichts anderes als Alayhi Salam, Friede auf ihr. Friede auf dich, Bruder Sanat. Kein Problem. Assalamu alaikum, bin ich nicht verpflichtet zu sagen. Bin ich nicht. Aber verpflichtet zurückzusagen, wa alaikum salam. Zurückzusagen. Sag doch zu Ahlul Bayt, wa salam alaikum. Hör mal, bis Yawm al-Qiyamah zu, ob sie dir sagen, alaikum salam. Nein, das meine ich nicht. Ich meine nur als Respekt. Hören die, wenn du sagst, radiallahu anhum, hören die dich? Das ist doch eine Dua. Das ist alle hören. Also ist eine Dua. Das ist sogar eine größere Dua. Jonas, einen Moment. Senat, bitte einen Moment. Jonas, siehst du manchmal Sura As-Saffat? Ich hab das mal nicht mal, hab lange nicht gelesen, aber schon mal gelesen. Nein, ich meine Senat. Liest du manchmal Sura As-Saffat, Senat? Sura As-Saffat habe ich vor 2 Monaten, glaube ich, das gelesen. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun ala Yunus. Salamun ala Ali. Salamun ala. Ja, nee, voll viele Propheten werden dort erwähnt. Was ist Ach, mit denen? Eine Dua, Entschuldigung, Bruder. Eine Dua gibt es bei uns aber nicht sagen, Bruder Senat, ein Dua gibt es bei uns immer im Gebet. Was sagst du? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ich sage was anderes. Wenn wir erwähnen Fatima, ich habe noch nie einen Sunniten gehört, wo sagt alayhi salam, dann Aber kann warum? er doch. Aber dann warum denn nicht? يعني نعبد الله ونؤمن بمذهب نبيا شيعة يعني ما